Es muss viel größer. Nein, nicht viel größer. Es muss ein bisschen größer. Ein bisschen, so ein ganz klein wenig. Ganz klein wenig größer. So. Gucken wir mal. Mal sehen, ja. So zwei müssten noch drin sein. Hier und da und dort und da und da. Und auch da. Und dann ein bisschen höher schieben. So. Und dann hier unten auch noch. Zack. Und zack. Dann kommen die Räder dran. Eins. Zwei. Drei. Grounden wir ihn mal. Na. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ach ja, das Problem ist noch, die Lenkung ist verkehrt rum. Plonk. Außerdem ist es noch zu instabil, also müssen noch ein paar Verstärkungen dran. Einmal und einmal. Das Problem mit der Lenkung, da denke ich jetzt gerade gar nicht dran. Also wundert euch nicht, warum ich hier jetzt quasi Verstärkung einbaue. Ich denke jetzt gar nicht dran, dass die Lenkung nicht funktioniert. So, der darüber, ich hab meinen Spaß hier. Lalalala. So, der dahin und der schlussendlich dahin. So, jetzt haben wir schon mal quasi eine etwas besser konstruierte Maschine. Plonk. Seht ihr, wie stabil die ist? Brrr. Tang. Damit kann man ordentlich was platt machen. Außerdem, Alter, ihr dämlichen Schafe. Wo ist das Rad hin? Mist. Tja, oh, 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 wir kommen rauf. Oder doch nicht. Gut, mal überlegen. Das hat ja schon halbwegs funktioniert, aber die Idee war scheiße. Ich brauche eine andere Idee. Ich brauche eine bessere Idee. Ich brauche eine Idee, wie ich etwas bauen kann, was klettern kann. Oder ich baue ein Katapult. Aber meine Katapultversuche bisher waren sehr wenig von Erfolg gekrönt. Dementsprechend baue ich keinen Katapult. Nein, ich baue keinen Katapult. Katapult, pff, ja hallo. Guck mich doch mal an. Sehe ich aus wie ein Katapult oder was? So, wir müssen uns breit aufstellen, weil breit ist immer gut. So, mal sehen. Hier kommt ein Rad dran und da kommt ein Rad dran. So. Das heißt, jetzt quasi so die ultimative Maschine. Brr, brr, die fährt gar nicht. So, gut. Also brauchen wir da noch, nee, Moment, zack, zack, einmal zurück. So, hier entsprechend noch für zwei weitere Räder. So, so. Und dann, jetzt kommt quasi das i-Tüpfelchen. Die Lenkung. Ich überlege gerade, das funktioniert gar nicht. Oder? Nee, das funktioniert nicht. Ich dachte, ach Menno, jetzt dachte ich, das funktioniert, aber nein. Dämlicher Kopf. Dämlicher Kopf hat wieder mal volle Scheiße gedacht. Ja, ich wollte eigentlich das dann so machen, dass ich quasi hier so eine Konstruktion mache mit, na, wo ist er? Einmal Steering, dann kommt an dieses Steering-Ding quasi so hier, so einer, zwei, drei, vier. Und dann kann man quasi, also wenn ich das jetzt grounde, kann man damit fahren. Und wenn ich dann lenke, versucht er sich da hochzuziehen und zu klettern. Aber irgendwie, wir müssen es anders machen. Okay, fangen wir nochmal von vorn an. Es gibt nämlich in diesem Spiel noch eine weitere Rubrik von Sachen, die quasi zur Verfügung stehen. Die werde ich euch jetzt zeigen. So, wir bauen erstmal wieder standardmäßig das defaultmäßige Plateau. Ist der eine länger als der andere? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nö. So. Zack, 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 zack. Nein, da nicht. Hier einmal. Weil es gibt nämlich Folgendes. Das habe ich jetzt bisher noch gar nicht benutzt. Jetzt grounde ich den mal. Es gibt nämlich hier Flight. Da gibt es nämlich Flying Block, Propeller, Wing, Wing Panel und Ballast. Und hier, wenn man davon einfach nur genug draufballert, dann passiert Folgendes. Also, welche Taste war das? Oh.
Das drücken wir Play. Und wenn wir O drücken oder gedrückt halten, fliegen wir weg. Das Problem ist, was ich gerade nicht beachtet habe, der Wind. Es gibt hier nämlich Wind, der von der Seite kommt. Sieht man an diesen kleinen Schneeflocken, die hier wehen. Das heißt, wenn wir hier schon versuchen, gegen dieses Monument zu fliegen, dann müssen wir entsprechend auch irgendwie was dafür tun, dass wir nicht in die Richtung fliegen. Und zum Beispiel einfach eine Art sehr, sehr billige Steuerung einbauen, indem wir hier noch einen weiteren Ventilator dran basteln, der uns in die Richtung zieht. Aber wenn wir jetzt O drücken, fliegen wir in die Richtung. Okay. Bisschen Tuning im Sinne von dem hier mal ein bisschen Wingspeed reduzieren. Stellen wir ihn mal auf ein Drittel, ein Fünftel. So. Gucken wir mal. Wenn wir O drücken, ist immer noch ein bisschen zu stark. Aber es geht schon mal in die richtige Richtung, würde ich sagen. Mal sehen. So. Gucken wir mal. Immer noch. Ah, hat funktioniert. Ich habe den Wind berechnet. Mein kluges Gehirn hat vorausgesehen, dass der Wind exakt über dem Moment in die richtige Richtung weht. Natürlich. Und dementsprechend klicke ich schnell auf Next Zone. Damit habe ich euch auch kurz mal gezeigt, dass es tatsächlich fliegende Gebilde hier quasi gibt. Also man kann auch Sachen bauen, die fliegen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Play drücke, dann könnte ich hier hochfliegen. Gut, das wäre jetzt natürlich... Also ich müsste schon Fliegen gedrückt halten, um... Ja, okay, gut. Das funktioniert jetzt natürlich nicht, weil ich keine Waffen habe. Dementsprechend baue ich mir hier Flammenwerfer dran. Plonk, plonk. Plonk, plonk. Die löst man mit Y aus, das heißt... Einmal O gedrückt halten. Ich bin zu schwer. Ich brauche Ballast auf der Rückseite. Das heißt, einmal hier Ballast. Plonk, 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 plonk. Gucken wir mal. Gut, der Ballast ist ein bisschen zu schwer. Zu wenig Ventilatoren. Wir brauchen mehr Ventilatoren. So, mehr Ventilatoren. Mehr, mehr. Und auch hier vorne mehr, denn... So, das ist doch viel besser. Seht ihr, funktioniert. Aber irgendwie zu viele Gewichte, glaube ich. Das heißt also mal Gewicht reduzieren. Nehmen wir mal zwei Gewichte weg und testen mal. Funktioniert. Nicht ganz so wie gewollt. Sprich, ich glaube, der Ventilator hier an der Seite ist auch überflüssig jetzt mittlerweile. Aber was sollen wir hier eigentlich? Destroy 80% of Tower. Mal überlegen. Eigentlich müsste ich nur auf dieser Seite hier eine Kanone anbringen, um den Tower zu zerstören. Flammenwerfer also wieder weg. Plonk, 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 plonk. Wir können hier auch zwei weg und hier auch zwei weg. Und hier die Gewichte können weg. Ist das Kanone. Plonk, plonk. Damit das Gewicht gleichmäßig ist. So. Ja, ihr wisst schon, was passiert, oder? So. O. C. Warum? Was war denn das? Also wenn ich O drücke. Warum? Wo? Ach. Menno, vor allen Dingen diese Erhöhung da und 80% des Towers? Ich kann ja jetzt... Only one shot? Ja, weiß ich. Flaming Ball. Plow. Hm. Also die Levels werden mittlerweile schon so anspruchsvoll, dass ich gar nicht mehr mitgekriegt habe, dass wir irgendwie... Sind wir schon wieder in der neuen Folge? Keine Ahnung. Dass ich da an meine Grenzen stoße. Ich bin nämlich total doof. Die Gewichte müsste ich eigentlich auch entfernen. Wenn ich jetzt fliege und C drücke... Warum kann ich da nichts... Also, ich gucke nochmal. So. Wie kann man denn bitte das Ding zerstören, diesen Turm da?
Der ist ja auch noch hohl, der Turm. Nee, fliegen ist doof. Mal sehen, wir müssen den Turm zerstören. Also bauen wir einfach mal wieder das Übliche. Wir bauen eine Maschine. Na, ich baue jetzt nicht mal das Übliche. Ich baue jetzt mal was anderes. Ups. Der war, glaube ich, falsch, oder? Nee, der war richtig. Nein, der war falsch. So. Kanonen. Eins, zwei, drei. So, grounden. Okay. Play. C. Zu hoch. Okay. Nächster Versuch. Ein bisschen länger machen. C. Zu niedrig. Also wenn es so weitergeht, dann baue ich da gleich eine manuelle Justierung dran. C. Was? Warum? Wie? Hä? Was? Warum? Warum funktioniert es nicht? Ich bin ein klein wenig enttäuscht. Ich dachte, mit Kanonen kann ich den Turm da kaputt schießen, aber muss ich da echt eine Bombe drauf werfen oder was ist los? Weil er sagt ja, destroy 80% of tower. Also im Endeffekt, was funktioniert hat, war hier noch einen dran und hier noch einen dran. Wenn wir jetzt feuern, zack, sind noch nicht alle weg. Wir brauchen mehr Kanonen. So. Okay, es muss tatsächlich ein Katapult gebaut werden. So. Meh. Ich weiß auch gar nicht, wie man hier quasi ein Katapult baut. Ich habe das noch nie ausprobiert. Also hier ist jetzt der richtige Platz. Das heißt, hier müsste ich jetzt irgendwas bauen, was so frrrr nach oben schießt. Und dabei nicht kaputt geht, wohlgemerkt. Und wenn ich mich recht entsinne, wie man Katapulte baut, dann geht das doch, indem man hier sowas macht. So. Und, was haben wir denn sonst noch zur Verfügung? Powered. Spinning Block Grabber. Piston Suspension. Compactable Spring. Nee, Contractable Spring. Click and drag to draw a spring between two points. Okay. Könnte es das vielleicht sein? Gucken wir mal. Ich sollte vielleicht auch gucken, welche Taste es ist. L. Ja, das ist, was mir gefehlt hat. So, gut. Dann bauen wir jetzt tatsächlich ein Katapult. Natürlich ein bisschen anders als, So. Die Dinger müssen verstärkt werden. So. Dann brauche ich Hinge. Hinge müsste es sein. Einmal hier und einmal hier. So. Dann den einmal dazwischen. Gucken wir mal. Hinge müsste doch eigentlich überlegen. Katapult. Nein, 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 nein. Was mache ich denn da? Da oben muss doch nichts. Das muss doch da unten hin. Hier muss das hin. Ups.